So, damit herzlich willkommen zur ersten richtigen Aufnahme. Ja, deutlich sprechen hat beim ersten Test dran schon mal deutlich verkackt. Macht aber nichts. Ja, wir starten schon wieder in Doom 2. Muss mal kurz gucken. Nein. Das da wollte ich. Gucken, ob das Skill das Bell behalten würde. Ja. So. Ich kann kein Englisch. Deine Mutter kann gerne. Weg, 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 weg. So. Ja. Wir spielen Extermination Day. Das ist eine relativ aktuelle Map. Es wird kein Blind One. Ganz einfach deswegen, weil ich es früher schon mal gespielt hatte. Allerdings hatte ich es mit Brutal Doom gespielt und jetzt dieses Jahr mit Doom for Doom. Und ja, das heißt also, Waffenhandling ist anders, und die Tiere, die Gegner sind anders. Und des Weiteren, Schalter ist kaputt, okay. Des Weiteren habe ich auch mit der relativ alten Version gespielt. Ja, damals hieß das Ganze dann noch Brutal Doom Starter Pack. Seitdem hat sich bei den Maps einiges verändert. Manche Maps wurden komplett aufgebaut. Heißt also, es wird ein Teils Blind One. In dem Sinne, dass ich viele Sachen kenne, viele Sachen aber auch nicht kenne. Viele Sachen haben sie auch mittlerweile grafisch überarbeitet. Sieht super schön aus. So, und ich mache generell am Anfang, aber nur am Anfang, zwei kleine Cheats. Und zwar als allererstes gebe ich mir persönlich, weil ich bin so keiner Survivor, ein Backpack, damit ich mehr Sachen transportieren kann. Normalerweise, wenn man in Krieg zieht, hat man ja auch seine Rüstungsausrüstung dabei. Munition gebe ich mir aber nicht, sondern nur, was hatte ich denn hier? Das, oh, Backpack, klar. Nein, bitte einmal erschaffen. Danke schön. So, und dann bekommt man bei diesem Spiel, wenn man Monster umgebracht hat, kriegt man die ganzen Punkte. Oben rechts stehen diese Credits. Ja, und die sind aber sehr unausgeglichen. Das heißt also, bei manchen Map Packs, da funktioniert das. Bei manchen, so wie diesen hier, ist es allerdings so, dass man so wenig Punkte bekommt, dass man sich damit zur Ausrüstung kaufen kann. Allerdings erst so spät, dass man erst dann ausgerüstet ist, wenn das Spiel quasi vorbei ist. Deswegen erhöhe ich bei mir die Anzahl an Credits, die ich immer bekomme. So, Cash, also das ist dieses Credits, heißt im Spiel intern Cash, steht in dieser Variable drin, kann man auch manipulieren, möchte ich aber nicht, weil das würde ein bisschen krass schicken. Cash Percent heißt also, ich bekomme jedes Mal, wenn ich Monster so umbringe, 200% mehr Credits, heißt also insgesamt das Dreifache. Das ist bei den meisten Mappacks, wie ich herausgefunden habe, genau das Idealmaß. Ich hatte früher mit 400% mehr, also das Fünffache insgesamt, das war dann also wieder ein bisschen viel. Da hatte man praktisch schon ganz einen extrem guten Ausrüstung, konnte man sich quasi bei der Hälfte des Spiels allesamt leisten. Naja, das ist ja wieder ein bisschen cool. Deswegen 200 ist für mich persönlich bei den meisten Metrics ein guter Wert. Muss man allerdings immer wieder rausgucken. Von daher sollte man am Anfang diesen Wert benutzen, kann man dann später immer noch anpassen. So, der Knopf war kaputt. Ja, ich habe in der Testaufnahme gemerkt, dass mein Rechner ganz schön stockert. Das liegt aber nicht wirklich am Rechner selber. Das Spiel ist eigentlich flüssig. Ich kann ja mal ganz kurz hier die Frame per Second Anzeige anmachen. Ja, ich weiß, 40 Bilder, aber es fühlt sich flüssig an. Das Problem ist, dass mein Aufnahmeprogramm, ich habe kein richtiges Aufnahmeprogramm, sondern ich nutze einfach direkt FFmpeg und ziehe dem die gesamte Scheiße per X11-Grab rein.
Und wenn man jetzt sehr feine Texturen hat, wie das da, das hier, das sind sehr feine Texturen, dann hat das Programm die kleine Macke, ja, dass es diese Details ungefiltert ins Video schneidet. Dabei entstehen aber sehr große Datenraten und damit hat er wieder ein Problem. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal loslegen. Genug gequatscht, also bitte drum, wahrscheinlich. Und ich werde mir ganz große Mühe geben, schön laut und deutlich zu reden. A, mache ich das sonst nicht. Und B, ist das Mikrofon. Das Mikrofon relativ schlecht. Und C, wie man vielleicht an meiner Stimme hört, das Mikrofon, was die Kamera, das Mikrofon noch mitnimmt, ist, meiner Stimme geht so gerade nicht so gut, weil Dauer. Whatever. Ein Feuerlöcher. Ansonsten, diese, also was ich hier gerade spiele, ist EZ Doom. Das ist praktisch Z Doom mit OpenGL Support oder Nutzung von OpenGL. Da ja auch dieses G am Anfang. Dann gibt es noch eine sogenannte Gameplay Mod. Das ist das, was innerhalb von GZ Doom das Like and Feel, Look and Feel von Doom 2016 implementiert. Diese Mod nennt sich D4D, also Doom for Doom. Hat also nichts mit Vierradantrieb zu tun. Ja. Und dann gibt es auch noch Map Pack. Das nennt sich also in dem Fall Extermination Day. Ist vom 27. März diesen Jahres, 2018. Und deswegen auch dieses Doom 2016 und 2018 Titel. Also die Mods, also das Spiel, die Gameplay Mod und die Level Mods sind alle dann von 2018. Implementiert aber das Open 4 von 2016. Zumindest nicht die Gameplay Mod. Extermination, der ist ja davon sowieso komplett losgelöst, ist komplett eine Einkreation von Steven Mark IV. Also Steven Mark IV. Ein geiler Dude, der hat auch den guten Doom rausgebracht. Und ist halt auch der Hauptleader bei Extermination Day. Und das ist arschgeil. So, ich habe die rote Karte. Dann wollen wir mal. Achso, ja. Auch neu bei der Mod, also Extermination Day, da hat man jetzt richtige Fahrspiele mit zwei Knöpfen. Einmal zum runter, einmal zum hoch. Und das habe ich vergessen. Früher war es nämlich so, dass man halt halt einfach gedrückt hat, dann ist er weiter runtergegangen und nochmal diesen Zeitperiode wieder hochgegangen. Hier wie halt bei ja, der klassischen Bühne. Und Extermination Day soll ein bisschen realistischer sein, ein bisschen fortgeschrittener sein, was ich persönlich sehr begrüße. Also gerade so grafisch ist das Ganze schon. Geht das hier eigentlich hoch? Ja, lol. So. Was wir brauchen, wir müssten hier rein. Hier rein. Wir haben noch die rote Karte. Wir könnten erstmal hier rein. Ja, ansonsten, Doom for Doom. Hält sich nicht ganz strikt an 2016er Gameplay, aber implementiert auch manche Sachen selber halt. Also, das ist nicht 100%ig in 2016, sondern es gibt ein paar Unterschiede. Manche Sachen finde ich persönlich ein bisschen schade, stört mich aber nicht weiter. Manche Sachen finde ich aber gut. Zum Beispiel, dass man den Hahn nicht nur standardmäßig sparen kann, sondern mit Rechtsklick auf dieses Langfeuer machen kann, und zwar getrennt voneinander. Dass man die Sachen halt auch alle mittels den Credits upgraden kann und man keine Waffenpunkte hat, wo man dann nach jedem Kampf einen Waffenpunkt bekommt. Was einfach den Hintergrund hat, dass es halt Doom for Doom ist halt nicht auf ein spezielles Map-Pack konzentriert, sondern man kann es praktisch mit jedem Map-Pack spielen, was es jemals gab. Für Doom 2,
für Doom 1 und Doom 2 und dementsprechend hat man halt keine klassischen, ja, keine klassischen Waves, also Fronten von Gegnern, die auf einen zukommen, sondern man hat halt in der Map verteilt Gegner. Und deswegen hat man praktisch pro Gegner Punkt. Und wenn man die Punkte hat, kann man die Klammer halt Waffen kaufen. Look like this. Ja, 50 Werte Kunde. Ich hoffe, ihr werdet das Video auch genießen können. Ansonsten das Video auch natürlich generell mit 24 Bilder pro Sekunde Zielrate. Ich hoffe, dass das dann auch das ist, was ihr seht. Haben wir ein Work there? It's a trap. Andererseits habe ich jetzt die Kettensäge. Habe ich nicht? Hä? Hatte ich nicht über die Kettensäge aufgegabelt? Hier war so. Na gut. Ja, mit Facecam. Ich wollte erstmal erst mit Facecam aufnehmen. Hat allerdings nicht so ganz geklappt, wegen weil Unsynchronität. Ja, das Video hing dann immer dem anderen Video hinterher. Das liegt allerdings an der Kamera selber. Die hatte irgendwie so klein, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall habe ich es ein bisschen versucht, hat nicht geklappt. Und dementsprechend mache ich jetzt nur mittels meiner Stimme. So, hier kommt man nicht weiter. Kann da aber noch? Sieht so aus, als wenn ich mal schaffen würde. Ah, vielleicht öffnet sich da noch was. Achso, hier ist Schalter. Wenn hier ein Schalter ist, dann hat sich das hier... Ja, hat sich geöffnet. Hallo, 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 hallo. Achso, ja. Wir müssen wieder am Anfang. Also, weil wir müssen das gesamte Level schon mal durchgehen. Okay. So, hier haben wir alles. Cool. Na komm her. Geht doch. Oh, hallo. Da stehe ich 3 Meter von dir. Das ist langer Luft. So, ja, ja. Da stehe ich 3 Meter von dem entfernt und ich hoffe, es ist noch dagegen. Eine Shotgun. So. Oha. Gut. What the? Mhm. Gut. Ja, hier nicht runtergehen, das weiß ich noch. Wenn man hier runtergeht, wenn man hier reinspringt, kommt man nicht mehr wieder raus. Das heißt also, man darf die gesamte Map nochmal machen. Das ist natürlich für ein Let's Play super optimal. So kann man das Video künftig auf 10 Minuten strecken und dann Werbung schalten. Schön. So. Das hier, so. Ja, da kommen jetzt gleich die Gegner raus, das weiß ich auch noch, genau. Boah, Alter. Wie ich auch genau reinrenne. Oh, das hier, oh! Das hier hat sich doch wesentlich mehr geändert, als ich dachte. Hier war normalerweise ein Rollsystem, das ist hier Löffel. Jetzt ist hier ein richtiger Raum. Eine Waffe. Und ein Monster. So, alle Monster besiegt. Warte mal ganz kurz. Erstens mal sind 2 Löffel hintereinander. Der dritte ist jetzt langsamer als der vordere. Und ich speichere mal ganz kurz. Extermination Day. Denn ich glaube. Ja.
Das ist Classic. Wenn er mal wirklich rangezogen. Ne, also wirklich zweimal kein allzu starken. Aber wenn man ihn berührt, war's das. Nice. Das ist nice. So was mag ich. Und der siebte. Hm, die Tür war's vorhin hier gar nicht. So. Und habe ich auch alle Secrets, alle Geheimnisse. Aber ich habe es natürlich gesagt, nicht in der Augmentation gezeichnet wird. Das irritiert immer. So. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, das war die erste Map. Dann sehen wir uns bei der zweiten Map. Wieder. Noch speichern. Und dann würde ich mal sagen, bis dann.